Hallo und Glück auf vom Trainingsgelände des FC Schalke 04. Heute schon zweite öffentliche Einheit in dieser Woche. Nach Montag im Parkstadion, 2.500 Fans waren da. Heute nicht ganz so viele, aber auch der Platz oder der Trainingsplatz am Rand war voll. Und im Hintergrund sieht man es vielleicht immer noch. Da stehen die Fans und holen sich noch ein paar Autogramme von den Spielern. Und ja, apropos Spieler, wir sind heute auch hier und stellen den nächsten Neuzugang vor. Der ist jetzt schon ein paar Tage da, Paul Seguin. Es gab Angebote auch aus der Bundesliga, da fragt man sich tatsächlich, dass man sich nach Schalke wünscht, kein Problem, versteht man. Aber zweite Liga, das ist doch schon ein Einschnitt in die Karriere, oder doch nicht? Ja, weil einfach alles gepasst hat. Die Gespräche waren super. Ich kann mich noch an die PowerPoint-Präsentation erinnern von den Verantwortlichen. Ja, so sehe ich mich, so sehen mich die Verantwortlichen. Und ja, ich will einfach... ja, auch Leistung jeden Tag bringen und möchte auch vorangehen. Und ja, natürlich möchte ich auch immer kicken. Da war die Aussicht bei Union nächstes Jahr nicht so mir gegeben worden. Das muss man dann auch akzeptieren. Und ja, dann hat man sich andersweitig umgeschaut. Und da waren einfach die Gespräche mit dem FC Schalke 04 einfach für mich persönlich am allerbesten, haben mich am meisten überzeugt. Ja, persönliche Ziele sind klar. Man will natürlich so viel Einsatzzeit wie möglich haben, will zum ersten Kader gehören und will natürlich auch den sofortigen Aufstieg wieder in die erste Fußball-Bundesliga schaffen. Ja, also wenn man den Verein hier sieht, der gehört einfach in die erste Fußball-Bundesliga. Und natürlich wollen wir aufsteigen, aber wir wissen halt auch, dass es kein Selbstläufer ist. Ich habe auch 100 Zweitligaspiele. Ich weiß, wie die zweite Liga funktioniert. Das ist brutal schwer und jeder kann jeden schlagen und wir sollten dann nicht rangehen und sagen, ja, wir sind Schalke 04 und schlagen jeden, dann geht das in die Hose. Wir müssen die Intensität an den Tag legen. Das ist in der zweiten Liga das A und O. Wenn man die Statistiken sieht, da geht es eigentlich nur um Intensität, um Zweikämpfe und wenn du das an den Tag legst, haben wir, denke ich, eine sehr gute individuelle Qualität, aber auch nur dann. Und ja, das müssen wir einfach jedes Training und jedes Spiel performen und dann ist hier vieles möglich und klar, das Ziel Aufstieg sollte schon da sein, ja. Ja, Paul Seguin und Ron Schallenberg, das könnten die Mittelfeldspieler sein, einer eher defensiv, der andere eher offensiv. Wie sieht er das? Passt das gut zusammen? Ja, es ist, denke ich, nicht verkehrt, aber wie gesagt, im Fußball, es ist einfach nichts planbar. Wir haben viele gute Mittelfeldspieler, das ist nicht nur Ron und ich, da gibt's noch viele andere und ja, ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir eine Gemeinschaft bilden, dass jeder für den anderen da ist, dass jeder dem anderen es auch gönnt, auch wenn er mal nicht spielt. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Und wenn wir das hinkriegen, ja, dann habe ich hier echt ein gutes Gefühl, dann mit den Fans im Rücken. Ich meine, das Stadion, wenn ich das anschaue, das ist ja schon eine Wucht. Und dann kann das schon was gut werden, ja. Ja, Paul Seguin hat natürlich einen bekannten Vater. Wer ihn nicht kennt, Wolfgang Seguin war DDR-Nationalspieler, Olympiamedaillengewinner, ich glaube Dritter geworden, 1972. Ist alles schon eine Zeit her. Hat auch schon gegen Schalke gespielt im UEFA Cup mit dem ersten FC Magdeburg und hat Schalke rausgeworfen. Ja, okay, so schließt sich der Kreis. Jetzt ist der Sohnemann hier auf Schalke und wie viel hat denn der Papa da? War er damit einverstanden, dass Paul Seguin hier jetzt auf Schalke spielt? Ja, also tatsächlich, früher als kleiner Junge mochte ich nicht so gern darauf angesprochen werden, weil ich für meine Leistung gern belohnt werde und nicht, weil mein Vater ist. Das hat mich schon, sage ich mal, am Anfang schon etwas gestört. Da kann mein Vater nichts für, aber da bin ich halt so. Und mittlerweile ist es halt so, dass ich, ja, ich bin darauf einfach mega stolz, was mein Vater erreicht hat. Es war eine andere Zeit, es war, ja, aber wenn du die Erfolge siehst, die er gefeiert hat, das ist wirklich Wahnsinn und ja, da kann man einfach nur stolz sein und ich glaube, ich bin nicht hier, weil das mein Papa ist, sondern ich glaube, weil ich auch ganz gut kicken kann und ja, ich hoffe, dass ich das hier auch zeigen kann. Ja, eins kann man jetzt schon sagen, Paul Seguin, der lässt auch so ein bisschen in sich reinblicken, ist ehrlich, ist sehr sympathisch, also hat mir sehr gut gefallen und ich glaube, ja, mit so einer Einstellung hier und so eine Liebe zum FC Schalke 04 jetzt schon, kann das eine ganz große Nummer werden hier und vielleicht dann ja auch in ein paar Monaten dann da hinten den Aufstieg feiern in die erste Fußball-Bundesliga.